Lege dich auf den Rücken. Füße fallen locker nach außen. Handflächen zeigen nach oben. Ziehe mit der nächsten Einatmung deine Füße zu dir heran und stelle sie so dicht wie möglich an dein Gesäß. Drehe mit der Ausatmung deine Handflächen zum Boden. Strecke mit der Einatmung deine Arme hinter deinen Kopf und hebe gleichzeitig dein Becken zum Himmel. Mit der Ausatmung rollst du deinen Rücken Wirbel für Wirbel auf der Erde ab und senkst dabei deine Arme wieder neben deinen Körper. Einatmen, Arme und Becken heben. Po und Beckenboden sind kräftig angespannt. Ausatmen, Arme und Becken senken. Beckenboden entspannen. Führe die Übung dynamisch in deinem eigenen Atemrhythmus weiter. Die Brücke. Setu Bandhasana. Atme ganz langsam, tief und bewusst. Versuche bei der Ausatmung in jeden einzelnen Wirbel deiner Wirbelsäule zu spüren. Setu Bandhasana dehnt die Wirbelsäule und stärkt die Bein-, Rücken- und Gesäßmuskulatur. Bei regelmäßiger Praxis stellt sich ein tieferes Bewusstsein für die Wirbelsäule ein und Verspannungen lösen sich schnell. Auch fördert die Brücke die Konzentrationsfähigkeit, das Durchhaltevermögen und hat eine sehr erfrischende und belebende Wirkung auf den ganzen Körper. Lasse mit der nächsten Ausatmung deine Beine wieder in die Entspannungshaltung ausgleiten. Füße fallen locker nach außen, Handflächen zeigen nach oben. Lasse deinen Atem frei fließen und bringe deine Aufmerksamkeit in deine Wirbelsäule.